Jo Leute, was geht? Willkommen zum vierten 100-Kilometer-Marsch in 24 Stunden. Kurze Zusammenfassung. Erstes Mal habe ich 65 Kilometer vollständig ohne Vorbereitung, dem falschen Equipment, sprich Wanderschuhen, 15 Kilo Rucksack und so weiter geschafft. Dann beim zweiten Mal hatte ich leider einen Magen-Darm-Effekt, Magen-Darm-Virus von meinen Kids aus dem Kindergarten und musste bei, ich glaube, irgendwas 55, 58 Kilometer abbrechen, hatte den ganzen Marsch über nichts gegessen, weil mir super übel war. Und dann der dritte Versuch war mit einem Kumpel von mir, der sonst Ultramarathons läuft. Und wir sind auf, oder ich bin auf 82 Kilometer gekommen, musste dann wegen komplett kaputten Füßen abbrechen. Der letzte Versuch liegt jetzt ein paar Monate zurück. Und heute ist der erste offizielle 100-Kilometer-Marsch, an dem ich teilnehmen werde. Und zwar in Essen beim Megamarsch. Das heißt, ausgeschildert, alle 20 Kilometer Verpflegungsstation und am Ende eine Medaille, hoffentlich. Begleiten wird mich mein Erzfeind Matthias Roth. Aus Schulzeiten, wir kennen uns seit 1997. Zum Beispiel habt ihr ihn im Schweden-Video gesehen, da waren wir auch zusammen unterwegs. Findet ihr hier oben nochmal. Ich muss jetzt mein Zeug packen, wir haben nämlich jetzt 8:23 Uhr und um 12:45 Uhr müssen wir in Essen sein und dann fällt da der Startschuss. Kommen wir noch kurz zum Sponsor dieses Videos. Auch bei diesem 100-Kilometer-Marschversuch ist mal wieder Athletic Greens mit dabei mit ihrem Supplement AG1. Ihr kennt vielleicht die Vorgeschichte, vor 1,5 Jahren oder so hatte ich die erste Kooperation mit AG1 und habe mir danach, war ich so überzeugt davon, dass ich dafür selbst monatlich Geld ausgegeben habe. Das Ganze ist ein Supplement, über 75 Vitamine, Mineralstoffe. Ich nutze das einfach zusätzlich zu einer gesunden Ernährung, weil ich extrem viel Sport mache, auf meinen Fahrradtouren, beim Kampfsport, bei heute so einer Aktion. Es ist einfach ein zusätzlicher Support für meinen Körper und das nehme ich jeden Morgen, mache mir das direkt am Aufstehen, sollte man sowieso immer ein Glas Wasser erstmal trinken, weil man viel geschwitzt hat in der Nacht. Da mache ich mir dann so einen Löffel rein, rühre das dann um. Ich brauche noch irgendwas zum Umrühren. Das sind eben alles natürliche Zutaten und nicht irgendein synthetischer Mist drin. Über meinen Link bekommt ihr noch einen ganzen Jahresvorrat Vitamin D3 dazu und könnt das Ganze einfach mal ausprobieren, falls ihr auch so viel Sport macht wie ich. Bevor ich jetzt gleich ins Auto steige, nach Essen fahre und der Megamarsch beginnt, dachte ich mir, interessiert euch vielleicht noch meine Ausrüstung, weil ich meine, es ist jetzt mein vierter Lauf, da ich da mit den unterschiedlichsten Schuhen, unterschiedlichem Equipment gestartet bin. Bei den Schuhen kommen wieder die Hooker One Speedgoat 4 zum Einsatz. Die habe ich mir gekauft, nachdem mein Marathonkumpel Simbo mir diese empfohlen hat. Super bequem, krass gepolstert. Ich habe die in 45,5. Normalerweise habe ich so Größe 45, 44. Da die Schuhe sich bei so einem langen Marsch dann ausdehnen, sollte man die immer einen Tick größer kaufen. Dann habe ich mir hier diesen Trailrunning-Rucksack das letzte Mal gekauft und zwar im Decathlon. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich bezahlt hatte. Ich glaube 40 € so in dem Dreh, 30, 40 €. 15 Liter Variante, wiegt 360 Gramm. Da ist so das Nötigste drin. Ich habe hier diese Gels drin, die ich auch beim letzten Mal mir schon gekauft habe, mit Honig, Ingwer und so weiter. Hier ist eine Trinkblase drin. Dann ist hier sowas wie Vaseline drin, weil ich mir die Füße wegen den Blasen die ganze Zeit einschmieren werde. Dann natürlich hier sowas wie Taschentücher, falls man mal in die Büche muss während den vielen Stunden. Dann habe ich mir hier sowas wie Dextro Energy gekauft, einfach wenn man ja merkt, man kriegt da einen Hänger, man braucht irgendwie Traubenzucker. Dann Riegel, auch wenn es Verpflegungsstationen gibt, die einfach für zwischendrin, hoher Proteinanteil. Neben der Trinkblase habe ich hier noch diese kleine Filterflasche. Das Filtern werde ich jetzt diesmal nicht brauchen aufgrund der Verpflegungsstation. Beim letzten Lauf habe ich mir aus Bächen und so weiter mal Wasser geholt. Aber die hat einen riesen Vorteil, die gibt es auch ohne Filter. Wenn die leer ist, kann man die zusammenknüllen. Die wiegt nichts. Man kann die irgendwo in der Tasche, im Rucksack perfekt verstauen. Sehr praktisch für so einen Lauf. Was habe ich da bezahlt? Ich weiß es nicht mehr. Ich packe euch aber alles nochmal im Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch nachschauen, was ihr braucht und was euch gefällt. Und natürlich habe ich auch wieder meine Uhr mit dabei. Ihr kennt die aus sämtlichen anderen Videos.
Videos. Damit tracke ich immer meine ganzen Touren. Die wird heute euch auch wieder ermöglichen, die Route in GPS-Animation im Video zu sehen, also exakt, wo ich lang gehe und so weiter. Die wird alles aufzeichnen. Finde ich mal sehr interessant. Ich bin einfach so ein totaler Statistiken-Nerd. Findet ihr auch alles in der Equipment-Liste. Als zusätzlichen Stauraum für Handy, Kopflampe und so weiter, Powerbank, habe ich hier noch den Hipbag dabei. Kennt ihr vielleicht auch aus dem einen oder anderen Video von mir. Und natürlich meine Hypebock-Angriff-Cap. Da findet ihr auch den Link zu meinem Merch-Shop in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, let's go to Essen. Na du Schwein. Selber. Und, hast du Bock? Ich bin ein Hypebock-Angriff, weißt du? Alter, ich habe so Bock, dich in den nächsten 24 Stunden weinen zu sehen. Nee, ich habe einfach nur Bock, einfach... Mein Ziel ist es, am Schluss zu sagen, ich gehe, das ist ja mein erster Versuch. Dann denkst du, warum hat er sich jetzt hier so angestellt die ganze Zeit? Okay, diesen Satz möchte ich, dass der nochmal eingeplant wird an entsprechenden Stellen. Oh Gott, das kommt bestimmt noch. Da kannst du Füße kaputt. Also, ich kann nicht mehr. Warum hat er sich so angestellt die ganze Zeit? Genau. So, Matthias und ich sind mittlerweile angekommen. Da vorne ist der Start. Wir haben ja jetzt nur eine halbe Stunde Zeit, weil unser Startblock ist um 12.45 Uhr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch die ganze Nacht durchlaufen. Auf jeden Fall neue Erfahrungen, weil bei den anderen Videos bin ich immer schön morgens um 5 oder um 4 oder um 6 gestartet. Ja, da wusste ich, wenn ich mich ranhalte, komme ich irgendwann spät abends an im Ziel. So, wir beginnen jetzt hier mit der Präparierung. Vaseline, Füße, damit sich keine Blasen bilden. Das hat sich beim letzten Mal, habe ich das gemacht auf Raten von meinem Marathonkumpel und das hat wirklich gut geholfen. Und erst als ich irgendwann mir dachte, hey, passt schon, ich laufe einfach weiter, da fingen die Probleme an. Da muss man gewissenhaft das machen, auch wenn das irgendwann wieder trocken gelaufen ist. Ja. Aber auch die Sohle auch? Alles. Also okay, der ganze. Habe ich irgendwelche letzten Worte? Und ich hoffe, du leidest. Sagen, 3, 2, 1 und los geht's. Ganz, ganz viel Spaß bei 100 Kilometern rund ums Ruhrgebiet. Wie beim letzten Mal mit dem Zimbo ist jetzt der Durchschnittstempo 6,5 angestrebt. Das konnten wir beim letzten Mal über mehrere Stunden ganz gut halten und sind irgendwann so auf 5,5 war so das Langsamste. Man will ja auch das Ziel vor Augen haben, dass es dann schneller rumgeht. Ne? So, direkt schon mal nach dem Start erstmal abgesetzt, damit man in Ruhe gehen kann. Fabio legt ein strammes Tempo vor. Was vielleicht noch zu sagen sei, beim Ende des letzten Videos habe ich ja angekündigt, hey, ich will das dieses Jahr nochmal machen, diesmal bereite ich mich vor und so, mache irgendeinen Trainingsplan, lass mir Einlagen machen und so. Bullshit natürlich, es ist natürlich nichts passiert von dem und wenn wir morgen ankommen, einen Tag später fliege ich nach Kanada. Also es ist alles wieder so zwischen Tür und Angel. Meine Hauptmotivation ist einfach, ihn leiden zu sehen und ich hoffe, ich komme da auf meine Kosten. Meine Hauptmotivation ist einfach, Fabio zu demütigen und das direkt im ersten Anlauf ohne Training und mit meinem Körper zu schaffen. Guck mal hier, Rot, wir haben nur so Burgen bei uns zu Hause. Ja. Die haben Zischen. Das ist geil. Ich find's ganz cool hier. Ja, ich find's auch cool. Noch macht's Spaß und wir haben ja auch erst einen Kilometer. Jo, wir haben jetzt eine knappe Stunde rum, 56 Minuten, immer noch 6,8er Schnitt und 6,33 Kilometer. Also haben wir noch ein paar Meter für die letzten 8, also bis 8. Ja. So, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde unterwegs, haben 7 Kilometer und sind gut drauf, ne Fabio? Ja. Oh, schön drauf, ne? Hier so. Ich habe den Fabio jetzt eben auf der Brücke verloren, weil da Stau war. Keine Ahnung, wo der jetzt hingerannt ist. Ja, vielleicht sehe ich ihn ja nochmal. Wir haben jetzt ungefähr noch keine 15 Kilometer. So, wir sind ja kurz vor den 20, 19,7 und bei allen 20 Kilometern gibt es Versorgungsstationen, aber keine Ahnung, was es da gibt, was es da zu essen gibt, aber mein Trinken muss ich auf jeden Fall auffüllen, das neigt sich dem Ende. Ja, den Rot habe ich schon länger nicht mehr gesehen, gehört. Wir haben vor dem Ganzen gesagt, dass jeder sein Tempo läuft, wenn jemand nicht mehr kann oder langsamer oder schneller machen will, soll das einfach machen. So, nach gut 20 Kilometer haben wir dann jetzt hier mal die erste Verpflegungsstation erreicht. Keine Ahnung, wie es Fabio geht, was der so macht. Mir geht es soweit ganz gut. Ich merke natürlich schon ein bisschen die Beine. Jetzt kommt natürlich das große Getränke. Und das wird jetzt ein bisschen Zeit kosten. Aber es nützt ja nichts, man braucht ja Wasser. Also von daher, da müssen wir jetzt irgendwie durch.
So, erste Pause ist absolviert, war schon scheiße. Echt, Verpflegung war ganz okay, lief auch relativ schnell, aber irgendwann hat mir meine Sonnenbrille geklaut, beziehungsweise ich habe die entweder verloren, die hat einer nicht zurückgegeben oder sowas. Und ich finde sie jetzt auch nicht mehr. Stimmung ist etwas schlecht, aber ja, ein bisschen weiter geht's noch. Treppen sind auf jeden Fall mal angenehm. Ist eine andere Belastung, andere Bewegung, statt immer nur geradeaus zu gehen. Was mich auf jeden Fall überrascht, wie schön die Route ist. Also ich meine, wir sind hier in Essen, im Ruhrpott. Hätte ich mir alles viel urbaner vorgestellt, aber man läuft hier relativ viel durch grünes Zeug am Fluss entlang. Und ja, Zechengelände habt ihr schon gesehen und so weiter. Also ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe eigentlich gedacht, ich laufe die ganze Zeit durch die Stadt, aber sehr schöne Route. Ja, ich bin jetzt bei 25,2. Ja, mal gucken, ob wir uns heute noch sehen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Aber es ist auch wichtig, da sein Tempo zu gehen. Vor allem, weil ich da so eine Rechnung mit offen habe. Ich meine, das ist jetzt mein 4. Versuch. Der soll jetzt auch funktionieren. Und ja, genau. So, Kilometer 26. Und ich werde jetzt das erste Mal meine Füße erneut eincremen mit Vaseline. Jetzt flutscht wieder alles richtig. Es war schon alles gut trocken gelaufen. Blasen habe ich bisher noch nicht. Ja, jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt bei Kilometer 26, seit 4 Stunden und 14 Minuten unterwegs. Und der Schnitt liegt immer noch bei 6,4. So, gerade die 25 Kilometer Marke passiert. Fabi müsste so ungefähr 40 Minuten vor mir sein. Ich habe mir halt ein bisschen Zeit gelassen beim ersten Versorgungspunkt und habe natürlich meine Sonnenbrille noch gesucht, die ich nicht gefunden habe. Die war dann weg. Stimmung ist noch gut, außer halt, dass die Sonnenbrille weg ist. Und ich habe halt eine fette Blase hinten links an der Ferse, aber das geht noch. Also muss mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Aber ja, die nächsten 25 Kilometer sollten auch noch drin sein. Das Motto des heutigen Tages, Geduld. Ne? Ja, die brauchen wir heute. Ja. Gerade einmal wohl verlaufen. Ich habe gerade zum Glück die Leute da vorne zurückgerufen. Wir haben wohl irgendwie alle ein Schild verpasst. Verdammt. Nice, was der Pott alles zu bieten hat. Alles von Kletterzeug. Saugeil. Ich komme hier down vor wie auf einer Battlefield 3 Karte. Hier nochmal die wunderschöne Ruhrpott-Romantik. Nachdem wir diesen Hügel hier erklommen haben und direkt wieder runtergehen können, war schon ein bisschen gezänkt. So, die 30 Kilometer sind gepackt, haben jetzt noch mal ein bisschen Wasser bekommen und genießen jetzt noch ein bisschen hier die Ruhrpott-Romantik. So, ich bin jetzt kurz vor 40 Kilometer, also ich habe jetzt 38,3. Pace ist immer noch 6,4 und bei 40 ist die nächste Verpflegungsstation. Wasser auffüllen, paar Snacks, Toiletten, ja. Aber bisher fühlt sich alles noch sehr gut an. Ich habe noch keine Wehwehchen oder so. So versorgt auf Toilette gewesen, weiter geht's, gleich bei 40 Kilometer. Also ich muss echt sagen, Respekt an die Veranstalter. Richtig coole Route. Ich habe mir das komplett anders vorgestellt, aber jetzt hier schon seit längerem im Waldstück. Untergrund wechselt immer mal Asphalt, mal hier sowas. Dann auch sowas wie Treppen mal eingebaut und ja, richtig abwechslungsreich. Hätte ich niemals gedacht, hier im Pott so eine Route zu bekommen. Richtig cool, da fettes Lob. So, hier ist jetzt Versorgungspunkt 2 nach 40 Kilometern. Konditionell ist soweit alles in Ordnung. Füße tun halt weh, Beine tun weh. Was war ja irgendwie mit zu rechnen. Ja, Sonne geht langsam so ein bisschen unter, wird ein bisschen kühler, ist ganz angenehm. Ja, jetzt werden die Füße nochmal eingefettet, eine Kleinigkeit betrunken. Ja. Zweite Verpflegungsstation abgeschlossen, Getränke sind aufgefüllt, die fetten Blasen nerven. Aber eben war es so, als ich ein bisschen gelaufen bin und so, ich habe die gar nicht mehr gemerkt. Ich hoffe, dass das jetzt nochmal so ist. Die Füße sind frisch eingefettet. Ja, und jetzt geht's so in den Sonnenuntergang. 20 Kilometer bis zum nächsten Punkt. Haben jetzt 40 erreicht. Warum mache ich das hier nochmal? Achso, ja.
Ich will Fabio zeigen, dass das auch beim ersten Mal geht. Fuck, ich habe mich mal wieder verlaufen, irgendein Schild nicht gesehen oder es war nicht mehr da. Ich habe eigentlich sehr akribisch darauf geachtet, das Rote ist, wo ich hin muss. Ja, bin ich mal wieder einen ordentlichen Umweg gelaufen. Verdammt nochmal, ey. Shit. Ärgerlich, super ärgerlich. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie weit ich nachher bei über 100 Kilometer lande. Durch, ja, hier solche Fehler von mir. Verdammt. Naja, gut, so ist das manchmal. So, ich bin jetzt nach diesem Umweg wieder zurück auf dem richtigen Weg. Ja, also geht weiter. Jetzt sind wir in Duisburg. Duisburg. Also was hier echt beim Marsch immer doof ist, ist, wir sind jetzt gerade durch ein kleines Waldstück gegangen. Das war cool, auch so vom Boden. Und dann rennen wir halt immer wieder hier durch diese, über die Bürgersteine. Und das ist halt richtig scheiße für die Füße. Also es nervt halt, das geht direkt in die Beine und so. So ein schöner Wald ist da schon viel geiler. Und na, hier tun die Füße direkt schon dafür. Ja, so. Mir ist gerade klar geworden, warum sowohl Rot als auch ich diesen 100 Kilometer Marsch schaffen werden. Und zwar befinden wir uns ja jetzt über 2 Stunden von zu Hause entfernt. Es gibt keine Möglichkeit, dass uns irgendjemand abholt, wenn wir nicht mehr können. Wir müssen ins Ziel kommen, weil da mein Auto steht. Es gibt einfach keine Option. Da hilft nur durchlaufen in dem Fall. Ganz vergessen mitzuteilen, seit 350 Metern habe ich Halbzeit, also 50 Kilometer rum. Zumindest laut meiner Uhr. Durch den Umweg, ja, also ich habe noch nicht das offizielle 50 Kilometer Schild gefunden. Das kommt jetzt irgendwann, denke ich mal. Aber ja, also Halbzeit, 50% geschafft. So, bei 51 Kilometern. Ich habe jetzt endlich eine Bank gefunden und jetzt heißt es wieder Vaseline auspacken und die Füße eincremen, wie alle 25 Kilometer. Ja, die ersten Blasen bilden sich. So, ich bin jetzt bald, ja, noch so 700 Meter, bin ich bei 55 Kilometern. Ist mega schön hier, ich genieße die Ruhe. Das Feld ist schon seit vielen Kilometern komplett auseinandergezogen. Ich sehe kaum noch Leute und immer nur vereinzelt. Richtig schön, fast meditativ. Vom Rot kriege ich ab und an Nachrichten. Ich hoffe, er filmt auch und nimmt seinen Weg auf. Er ist so etwa immer eine Stunde hinter mir. Hat da ein paar Leute gefunden, mit denen er läuft oder ein. Also, es geht weiter und weiter. Achso, ja, Status. Ausdauertechnisch alles easy bisher, aber man merkt die Blasen, die sich da langsam bilden. Ich habe immer bei jedem Lauf bisher extreme Probleme bei meinen kleinen Zehen gehabt, weil die sind so schief und dann bildet sich da so eine richtig nervige Blase und ja, das ist so ein richtig blöder Knackpunkt, aber ja, hilft ja alles nichts, ne? Weiter, weiter, weiter. So, also keine Ahnung, wo gerade dran bei mir liegt. Meine Beine sind gerade so ein bisschen am Krampfen. Und es ist gerade echt schwierig weiterzulaufen. Keine Ahnung, wie ich damit jetzt umgehen soll, ob das sich gleich rausläuft oder sonst irgendwas. Ich bin die ganze Zeit schon Zeug, also irgendwie Traumzucker oder sowas. Oder habe auch viel Magnesium eigentlich genommen und trotzdem hilft das jetzt irgendwie nichts. Ja, wir sind jetzt gerade am 50er-Schild vorbei. Haben uns eben auch noch verlaufen und eben haben meine Beine ultra gekrampft. Ich habe mega Schmerzen. Ja, ich muss mal gucken. Ich bin gerade so ein bisschen am Kämpfen. Denk dir einfach, irgendwann hört's auf. Du läufst jetzt nicht 3 Tage, sondern nur noch ein paar Stunden. Und ja, also lass dich jetzt da nicht von den Schmerzen runterziehen. Irgendwie geht alles vorbei. So, wir sind jetzt bei knapp 60 Kilometer und hier ist endlich hier die nächste Station, glaube ich. So, Pause vorbei. Ich mag nie Pausen, weil danach tut immer alles weh. Aber gerade mal warme Linsensuppe gegessen und Kakao und getrunken und so weiter. Ja, also weiter. Es sind noch 40 Kilometer jetzt. Ich glaube, mir ist gerade eine Blase aufgeplatzt, eine ziemlich groß. Hast du da Tipps und Tricks? Nee, leider nicht. Ist mir auch schon, also jetzt auf dem Marsch noch nicht passiert, aber auf den anderen musst du einfach weiterlaufen. Oder halt, wenn du hast, Blasenpflaster drauf. Also ich glaube, mir ist eben eine riesen Blase aufgegangen und seitdem ist es echt scheiße. Das ist die Frage, wie man damit umgeht.
Und Stunde der Wahrheit. Und? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Nee, die ist auch, da siehst du, da unten ist sie. Die ist auf jeden Fall recht groß. Aber sie sieht ja noch geschlossen aus, ne? Die tastet sich langsam nach unten hin, so was? Ja. Ja, aber der ist schon irgendwie. Ja, hier ist hier, hier ist auf, ja. Ich glaube, ich mache da, ich versuche jetzt mal ein Pflaster irgendwie drauf zu machen. Ich habe ja so eins, habe ich glaube ich noch dabei. Und dann gucken wir mal, ob es hilft. Ja. Mittlerweile ist es 0.20 Uhr und ich befinde mich an der Ruhr, die ist hier irgendwo rechts von mir. Und ja, jetzt geht es hier auf dem Weg da entlang. Ich bin bei Kilometer, ich glaube irgendwas mit 63. Ist das schön, ein paar Treppen. Ohne Mist, das tut so gut, weil die Beine anders belastet werden. Ist richtig schön, Treppen. Richtig schön. Bin seit 14 Stunden und 12 Minuten unterwegs. Noch ein Pace von 5,5. Also so, wie ich es geplant hatte. So, also ich habe jetzt hier abgebrochen. Ich bin platt. Kreislauf ist so eine Sache, Beine etc. Und meine Marschleistung ist halt brutal eingebrochen. Und wenn ich halt gucke, wie viele Kilometer es noch sind, wie lange ich dafür brauchen werde, schaffe ich das zeitlich eh nicht mehr. Und ich glaube, ich habe ein bisschen die Pausen gekillt. Alles weitere folgt. Ich hatte jetzt Glück, dass gerade ein Taxi kommt. Vielleicht kann ich mit denen mitfahren. Ansonsten kann ich gleich noch ein Taxi nehmen und bin dann gleich am Startpunkt. Da hinten, wo ihr das Licht seht, ist die letzte Verpflegungsstation vorm Ziel. Ich bin jetzt bei 75 Kilometern und ja, vorher kam es immer bei 21, hier kam es jetzt bei 75. Dann beginnt das letzte Viertel, werde ich auf jeden Fall jetzt mal hier mich noch verpflegen. Fabio, fette Sorry, ey, der Kreislauf ist mir flöten gegangen, ich bin voll am Ende, ich bin jetzt am Auto. Also an deinem Auto. Ich hatte das Glück, dass ich bei einem Taxi mitfahren konnte. Ich gucke jetzt, dass ich mir hier irgendwo was finde, wo ich mich vielleicht ein bisschen hinlegen oder hinsetzen kann. Und dann warte ich auf dich. So, ich habe gerade Sprachnachricht vom Rot bekommen. Der ist leider raus. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer. Irgendwie Kreislauf und so weiter. Trotzdem geil, dass er so weit gekommen ist. Weil es ja auf jeden Fall ist ja irgendwas mit 60 sein, denke ich mal. Ja, der ist jetzt irgendwie mit dem Taxi da hingefahren zum Ziel. So, der Rot ist jetzt bei mir im Auto und das Gute ist, er hat ja keinen Schlüssel, aber ich kann hier mit der App öffnen. Das ist auf jeden Fall sehr schön, weil dann kann er ein bisschen pennen. So, ich sitze jetzt beim Fabio im Auto. Hat er mir freundlicherweise aufgemacht. Ja, es war einfach vorbei. Ich werde jetzt hier gucken, dass ich mal wieder ein bisschen noch was esse, was trinke und so, weil das war nachher schon gar nicht mehr möglich und ja, es sind nachher, ich weiß gar nicht, also wir haben hier geparkt, hier war alles voller Autos, hier ist kein, also sieht jetzt so aus, sind ja Autos, aber im Vergleich zu vorher ist hier fast alles leer gefegt und ich glaube, haben mega viele Leute aufgegeben. Nichtsdestoweniger, trotz, das interessiert uns ja nicht. Aber ich habe bei mir war einfach Ende und das Schlimme war halt, dass die Marschleistung bei mir so ein bisschen, also echt eingebrochen ist. Ich bin dann zwar noch weitergegangen, hatte aber zwischendurch auch echt Kreislaufprobleme. Bin dann auch so ein bisschen getorkelt und habe auch so Schilder gar nicht mehr so, also schon noch irgendwie gesehen. Aber zum Beispiel, ich bin mit einem gewandert, der hat gesagt, ah, hier ist ja schon das 60er-Schild, das habe ich schon gar nicht mehr mitgekriegt irgendwie so richtig. Und dann bin ich halt irgendwie doch noch irgendwie so, nee, 65er war das. Und dann habe ich mich noch irgendwie weiter so bis zu 70 knapp geschleppt und habe gesagt, ey, finito, das bringt jetzt hier gerade nichts mehr. Vorbereitung ist alles. Ich war nicht vorbereitet, nicht gut vorbereitet, konditionell. Deswegen ist er jetzt in die Hose gegangen. War eine Erfahrung, was willst du machen? Ne? Warum hat er sich jetzt hier so angestellt die ganze Zeit? So, es ist langsam wieder hell. Oder es wird hell. Ich hatte bei der Dunkelheit nicht mehr so Bock zu filmen. Hier kommen gerade schon die Treppen. So, die letzten 10 Kilometer haben begonnen. Soeben bei 90 eingetroffen. Ich bin jetzt seit 18 Stunden und 41 Minuten im Laufen, beziehungsweise unterwegs. Ich bin jetzt bei 93,2. Das zieht sich gerade richtig krass. Junge, Junge. Ich bin komplett im Arsch. Aber was krass ist, die Leute sind hier voll nett. Gerade eben schon Liegestuhl angeboten bekommen, nette Unterhaltung geführt. Anscheinend macht hier jeder so 100 Kilometer Märsche. So, Kilometer 95. Uff. Die letzten 100 Meter, ey. Geile Scheiße, nie wieder, ey. Endlich ist der Weg abgehakt. Dankeschön. Vielen Dank. Ja.
Danke, danke. Auf der Pause. Endlich vorbei. Jo, da kommt er auch schon. Müde, abgeschlagen, stolz, aufrecht gehend. Und der hat's geschafft. Da kommt er, müde, stolz, abgeschlagen. Aber er hat's geschafft. So, ich bin jetzt kurz vor 2 endlich zu Hause angekommen. Ich bin gestern 7 oder 6 Uhr aufgestanden und war jetzt quasi seitdem nonstop wach. Also eben im Auto ein bisschen versucht zu dösen, aber das war kein Schlaf. Ich bin echt überglücklich. Ich habe hier die Medaille, kann echt kaum gehen so. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Rot ist auch völlig zerstört. Es war krass, auf den letzten Kilometern habe ich dauernd so emotional, weil ich mich so gefreut habe, dauernd Pipi in den Augen gehabt. Aber ich dachte so, Alter, es kann nicht sein, dass ich jetzt hier losflenne. Hab das dauernd runtergeschluckt. Aber für die Leute, die hier die ganze Odyssee auf dem Kanal mitverfolgt haben mit 100 Kilometer, ich bin so unendlich froh, es endlich geschafft zu haben. Jetzt geht's morgen nach Kanada. Wir müssen nachher noch zum Flughafen noch Gepäck hinbringen und völlig dumm, ich muss kurze Triggerwarnung, meine Füße seht ihr jetzt. Es muss auf jeden Fall alles gleich noch aufgestochen werden, damit ich irgendwie zum Flughafen kann. Was ist das denn? Also hier ist das Ding. Ich muss das jetzt nie wieder machen. Bin froh, dass das endlich vorbei ist, aber ich muss das einfach durchziehen. Egal wie viele Versuche das jetzt noch gebraucht hätte, es ist jetzt vorbei und ich bin froh und will gerade gar nicht über neue Herausforderungen nachdenken, aber die werden sicherlich kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Haut rein. Tschüss.